Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Doppel-Unboxing für dich. Und zwar habe ich mir diese Glow-Bag und die Better Boyfriend-Bag bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese beiden Taschen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist jetzt schon Workout, Leute, ne? Weil da ist ganz schön viel drin. Die sind prall gefüllt mit großen Produkten, was ich geil finde. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der Better Boyfriend Bag. Das ist quasi diese hier, die 19,95 gekostet hat. Und es ist eine Pandemie und deswegen findet die Glow natürlich nicht regulär statt, aber sie findet online statt. Und die Glow und ihre Partner haben dann trotzdem diese Bags zusammengestellt, die man dann online erwerben kann. Und das finde ich persönlich ziemlich cool gemacht. Ich muss gestehen, dass ich die Online-Glow leider verpasst habe. Bisschen ärgerlich, ne? Vor allem, weil ich ja auch zu diesem Glow-Pro-Kreis gehöre. Aber ich glaube, dieses Renovieren, was wir hier aktuell auch so ein bisschen machen, nimmt mir dann so ein bisschen diesen Blick, den ich eigentlich sonst hatte, ne? Diesen Überblick, so. Und ja, genau. Also, zuallererst finde ich es klasse, dass wir hier so Taschen haben, weil die kannst du super weiterverwenden. Ist natürlich so gedacht, dass du das als Rucksack auf der Glow tragen könntest und sollte dein Freund mitkommen oder so, oder du, ne, wie auch immer, kann man dann quasi auf der Glow diese Bag erwerben, glaube ich. Ich war noch nie auf der Glow. Ich wäre so unheimlich gerne mal da. Lass dieses Gedöns dir endlich mal vorbei sein und solche Sachen wieder stattfinden. Ich vermisse das so hart, Leute. Ich sage euch das. Naja, egal. Ich nöle hier nicht rum. Ich öffne einfach mal die Sachen, die hier so drin sind. Oder ich öffne für mehr die Tasche. Und genau, 19,95 für den ganzen Batzen. Hammermäßig, finde ich. Die Marken findet man hauptsächlich auch bei DM, wie zum Beispiel Wilkinson's Ward, weil das sind ja alles, ist ja Glow by DM, ne? Das ist ein Rasierer. Ich liebe Männerrasierer. Wir benutzen, also sowohl mein Freund, klar, Mann, ne, als auch ich, benutzen nur Männerrasierer, weil die viel angenehmer zur Haut sind, die Klingen sind günstiger und irgendwie ist das alles besser. Ja, das ist jetzt ein 3-Klingen-Rasierer, der wird dann weiter wandern, weil wir meistens so 5-Klingen-Rasierer haben. Da habe ich zum Beispiel von irgendwas mit Bambus ist da irgendwie so ein Gedöns, war auch mal in der Box mit dabei, finde ich klasse. Gelpool hast du da mit dabei. Nö, ne, finde ich echt cool, ne? Da hast du hier, oh Gott, jetzt redet die schon wieder im Dialekt, da hat man hier einen wundervollen Rasierer mit dabei und das finde ich toll, das ist ein schöner Start, ne? Und jetzt geht's weiter. Sowas kann man auch wirklich gut gebrauchen. Mara Expert, ein Zungenreiniger, ich habe einen, ich weiß nicht, ob mein Freund auch einen hat, ansonsten hat er jetzt einen. Dein Mundgeruch kommt nicht nur dadurch, dass du deine Zahnhygiene überdenken solltest oder etwas Komisches gegessen hast, was dann quasi wieder geruchstechnisch hinauskommt, sondern es liegt auch auf der Zunge. Und das schabe ich mir auch alle paar Tage tatsächlich mal so richtig schön runter und es ist eklig, ja, aber es ist sinnvoll. Und das finde ich klasse, dass hier einer mit drin ist, ne? Und der sieht auch sehr cool aus, weil der hat hier noch so ein extra Pad, ne? Das ist, also vielleicht mops ich mir den sogar, weil ich den echt gut finde. Coolio. Dann mache ich hier weiter mit Biore. Oh, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass die Marke noch so vertreten ist, weil es war doch mal super diese One-Minute-Thermo- oder Ein-Minuten-Thermomaske, ne? Die war auch mal mega so im Hype und viele haben die gezeigt, verwendet ich auch. Und ich habe da, glaube ich, auch noch ein paar von. Fand ich super geil und da waren die irgendwie weg, haben dann in allen möglichen Boxen immer diese Clear-Up-Strips reingepackt und irgendwie gefühlt ist es einem nicht mehr so wirklich im DM aufgefallen. Hier habe ich auf jeden Fall eine Packung mit Nasenstrips, ab und an kann man sowas mal verwenden. Ich habe schon Poren, klar, jeder Mensch hat Poren, aber ich habe jetzt nicht so das Problem mit Verunreinigung oder so, ne, dass man so schwarze Punkte hat, aber vielleicht ist es tatsächlich auch mal, also ich finde es sinnvoll, dass sowas in der Männerbox drin ist oder in der Männertasche, weil Männer meistens, die haben eine andere Hautstruktur und dementsprechend auch mehr mit solchen schwarzen Punkten zu kämpfen. Deswegen, ne, hier ist zwar eine Lady abgebildet, aber alles tutti. Für normale bis fettige Haut, tiefenreinigende Clear-Up-Strips, 6 Stück sind hier drin. Jo, ist nicht verkehrt. Dann habe ich hier eine Geschichte drin. Das ist natürlich cool, von Alverde Rough Nature Men Bartserum mit Bio-Zedernholz. Und hier sind 75 Milliliter drin enthalten. Perfekt für eine Boyfriend-Bag, meine Meinung. Nicht jeder Mann hat einen Bart, aber es ist einfach trendy, ne? Also viele Männer haben Bart. Mein Freund hat auch einen Bart. Also ja, so ein bisschen. Also so, das ist immer Klobrille. Es ist halt quasi, ne, Schnäuzer und dann hier so ein bisschen runter und dann hier unten halt auch. Also quasi hier so, ne? Da, irgendwo. Okay, dann habe ich hier noch was von Axtron. Das wird er behalten wollen, ja, weil er möchte eigentlich immer
Immer wenn ich irgendwelche Männerboxen auspacke, fragt er, und war ein Deo drin? Deo braucht er nämlich immer. Immer und viel. Verwendet er unheimlich gerne. Limited Edition von Axe ist das Fresh Allman Style. Witzig. Moderne Frische trifft klassische Eleganz. Ein Deo Body Spray. Okay. Ja, wenn ich das jetzt sprühe, dann riecht das hier nach Männerumkleide, ne? Es wird männlich herabriechen, ist doch klar. Ne? Du liest gerne das Kleingedruckte und bist trotzdem super cool, dann ist das hier genau dein Duft. Okay, läuft. Ja, ja. Fancy, fancy, ram, ram, ram. Noch was von Alverde haben wir hier drin. Eine Bartseife mit Bio-Zedernholz. Das ist witzig. Also ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, mein Freund verwendet keine Bartseife. Aber gut, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Und der Duft von diesen Rough Nature, Bio, Bla, Zedernholz, sowas mag der. Ne? Diese waldigen, holzigen Sachen. Mal gucken, huch, ob er die haben möchte oder nicht. Ich werde ihn nachher mal fragen. Dann habe ich hier noch mehr von Alverde Men, von diesem Rough Nature drin, und zwar ein Bartbalsam. Okay, so langsam wird es ein bisschen viel mit diesem Bartzeug, aber ne, also stell dir mal vor, du hast halt einen Freund und der hat halt keinen Bart. Das ist ein bisschen gemein, ne? Aber gut, ja. Ist halt hier mit drin, 75 Milliliter, auch das wird eine Full-Size sein. Ich glaube, wir haben sowieso in diesen Glowbacks immer nur Full-Size-Produkte drin, ne? Dann habe ich hier noch was von Alverde Men Rough Nature. All-in-One feste Dusche. Ja, klimaneutral, neues Produkt. Das ist ein Stück, ich weiß gar nicht, 100 Gramm oder so. 60 Gramm hat das Ding. Ja, und das ist einfach eine feste Dusche, ne? Das ist einfach so ein Seifenstück, was unfassbar gut riecht. Mein Gott, ja, das ist voll der Duft von meinem Freund. Wow. Dann habe ich ihn, das ist witzig, okay, haben wir eine Maske hier drin. The Beauty Mask Company Oxygen Bubble Mask. Das ist diese hier. Da kriegst du halt so Bubbles auf dem Gesicht und die ist dann meistens so tiefenreinigend. Ne? Ist gar nicht so verkehrt. Tiefenreinigung mit Aktivkohle, genau. Ich glaube, ich hatte die auch schon mal. Und ich glaube, ich fand die auch ziemlich fancy. Ich finde das witzig, wenn du da sitzt und dann macht es auf einmal pfusch, und dann siehst du aus wie ein Schneemann. Passend zur aktuellen Zeit, ne? Cool. Nee, finde ich wirklich witzig. Dann habe ich hier von Balea Men etwas mit drin. Und zwar eine Bart- und Haarpomade 2-in-1 formt und festigt für individuelle Looks. 100 Milliliter sind hier drin und ich mag einfach dieses Design, was diese Männer hier bei diesen Bartprodukten oder allgemein bei diesen, ja, ne, Produkten von denen halt so bekommen. Finde ich sehr, sehr schick. Echt sehr viel für ein Bart direkt. Okay, eine Zahnpasta darf natürlich auch nicht fehlen. Von Happy Brush die Super Black Zahnpasta, die Whitening sein soll. Ich bin 100% recycelbar, steht hier drauf. 75 Milliliter. Ja, ne, also Zahnpasten schmeiße ich immer bei meinem Freund in seinen Badschrank und dann kann er sich bedienen und dann freut er sich einen Keks oder ich nehme dann eine, wenn meine leer ist. Mit Aktivkohle, mit Zink und 100% vegan. Kann man mal ausprobieren, warum nicht, ne? Und die von Happy Brush sind ja auch ziemlich beliebt. Hier rappelt was. Oh, das ist perfekt, denn mein Freund hatte letztens noch danach gefragt, ob ich vielleicht Kaugummis für ihn hätte, die er in sein Auto packen könnte. Sofort weißeres Lächeln, Kaugummi von Mentos, Insta White, Blue System, zuckerfrei, Peppermint, 50 Dragees, das kriegt er direkt in sein Auto. Da freut er sich, ne? Guck, haben wir meinen Freund mal wieder glücklich gemacht, indem ich 1995 für eine Glowback ausgegeben habe. Läuft! Dann habe ich hier ein Duschgel, glaube ich, ne? Salt House Totes Meer Dead Sea 3-in-1 Duschgel, sensitiv für Körper, Gesicht und Haar, belebende Pflege, reduziert Juckreiz und Spannungsgefühle. Totes Meer, flüssig, Salz. Okay. Ja, sieht nicht verkehrt aus. 250 Milliliter. Ein Duschgel ist auch nie weg, wobei er einfach letztens sagte, dass er so viel Duschgel hätte, als müsste er sich nie wieder eins kaufen. Vielleicht möchte er das dann trotzdem haben. Seins ist ja auch so eine Marke, die in diesem Männeraufsteller oder in diesem Männerregal bei DM Gut vertreten ist. Der Augen-Roll-On mit Hanf. Arschgeil. Finde ich wirklich witzig. Ja, und das ist dann mit Provitamin B5. Ist das nicht? Nee, Niacinamid ist das nicht, ne? Aber irgendwas ist doch. Was ist denn? Weiß ich nicht. Was ist der? Ich kenne mich nicht mit diesem ABC aus, aber. Soll auf jeden Fall einen frischen Kick geben, Feuchtigkeit und gibt einen kühlenden Effekt. Sowas wird mein Freund nicht verwenden, glaube ich nicht. Dafür ist er zu pflegefaul, ne? Ja, dann habe ich hier noch Augenpads. Sowas ist immer so eine schöne Soforthilfe. Schön, dass die hier auch die Koffein-Augengelpads reingepackt haben. Die werde ich mir aber krallen tatsächlich. Die sind vegan und schön schwarz, ne? Sowas passt auch in eine Männerbox oder in ein Männer-Ding rein. Das hier kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weswegen das bei einer Männertasche drin ist. Und zwar von Flamingo oder von Bearfruits, die Flamingo Hair Mask and Cap.
Hatte ich schon mal. Finde ich witzig. Hat die super mäßig gepflegt? Nein. Aber sie sah halt witzig aus mit dem Flamingo, ne? Werde ich demnächst mal in der Verlosung geben. Mein Freund wird sich safe kein Flamingo auf die Rübe setzen. Ich kenne ihn. Das tut der nicht. Von Bulldog, das ist tatsächlich eine der Lieblingsmarken von meinem Freund mittlerweile, denn die waren öfters mal in Boxen drin enthalten, so Glossy Box Men und Black Box Men und so, ne? Hautpflege für Männer, Originalfeuchtigkeitscreme mit Aloe, Camelina und grünem Tee und hier sind 100 Milliliter drin und er mag die Produkte, die sind gar nicht so super teuer und ja, er mag sie aber wirklich gern und immer wenn ich dann halt so eine Männerbox auspacke und da was von Bulldog drin ist, dann guckt er mal, kann ich das gebrauchen? Ein bisschen was zum Snacken ist hier auch mit drin, aber das ist eher was für mich als für ihn. Von Hey Pure Natural Snack Peanut Butter. Das ist dieser hier. Ja, wenn man da mal den kleinen Energiekick zwischendurch braucht, wenn die Frau zu lange beim Shoppen braucht oder so, kann man das auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Oder wenn ich am Videoschneiden bin und mir einfach mal einen gönnen möchte. Dann habe ich hier von Veet Men Haarentfernungscreme. Ich habe damals, hier sind 100 Milliliter drin, ich habe damals zur Anfangszeit meiner Haarentfernung, also als meine ersten Achselhärchen sprießten, ich glaube ich war 15 oder 14 oder so, auch mal so Haarentfernungscreme auch von Veet ausprobiert und fand sie furchtbar. Mochte ich gar nicht leiden und ich glaube auch nicht, dass mein Freund das leiden mögen wird, keine Ahnung, aber... Interessant, ne? Gibt's auf jeden Fall. Sowas soll ja eigentlich dafür sorgen, dass du dann halt nicht mehr so oft rasieren musst und so. Also, bei mir hat das so hart die Haut gereizt. Ich weiß nicht, das war kurz bevor ich auf eine Party gegangen bin, wo ich, glaube ich, in meinem Alter gar nicht hingedurft hätte. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann vorher dieses Kram drauf gemacht und habe mir dann auch einen Top angezogen auf der Party und das tat den ganzen Abend über so weh und das war so rot. Fail schlechthin. Also, ja, kannst du mich persönlich mit jagen, mein Freund wird es auch nicht so feiern. Einen habe ich hier noch drin und das hier ist One Wipe Stand. My Attitude, okay. Intimtücher, hier läuft bei dir. pH-balancierte Intimtücher, neutralisierender Duft, erfrischend und reinigend, reich an Vitamin E, das ist das Schönheitsvitamin, und feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera. Bringt eine milde Duftnote von frischer Seeluft, grünen Blüten und Moschus mit sich. Ich persönlich muss sagen, dass irgendwelche Parfümstoffe oder Parfüm im Allgemeinen nicht unbedingt was im Intimbereich zu suchen haben, ne? Aber gut, jeder so wie er meint. Ich glaube, bei Männern ist das auch noch irgendwie eine etwas andere Geschichte als bei uns Frauen. Aber gut, hier sind 5 Stück drin, kann man sich gönnen, ne? Die Anrichte sieht man eh nicht, ne? Dann kann ich die Sachen hier von der Frauen Glowback, die 24,95 gekostet hat, jetzt mal auf meinem Tisch auspacken. Ich weiß nicht, ob es die Taschen noch gibt, ne? Also vor allem, wenn ich das Video veröffentliche. Ich habe es auf jeden Fall bei Instagram geteilt und folgt mir da gerne. AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn mir irgendwie solche Aktionen durch die, also in die Finger kommen, dann poste ich das da, weil, ne? Und ich habe da auch super viel positives Feedback von euch bekommen, dass ihr die bestellt habt und so. Weil meistens läuft es so, dass jemand von euch mich darauf hinweist und mir den Link dazu schickt oder mir einen Screenshot schickt und dann gucke ich auf der Seite, verifiziere das einfach mal für mich und reposte das dann. Ja, ne? Das heißt, wir unterstützen uns da gegenseitig und ich bin quasi euer Multiplikator für geile Angebote und ja, ne? Reinhauen. So, apropos reinhauen. Wir haben als allererstes hier einen Tee drin. You are my berry. Feiner Bio-Früchtetee, Himbeere, Cranberry. Freu dich auf einen Geschmack, der deinen Alltag bunter macht von Teekanne Organics. Das ist nice, ne? Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Kann ich mir sogar vorstellen, im Sommer sowas kalt zu trinken. Mache ich persönlich ehrlich gesagt richtig gerne. Also, dass ich mir Tee kalt trinke. Ja. Warum kriegen wir Frauen eigentlich immer Wimpern rein? Aber das sind die von Olesya. Okay, das ist eine Influencerin, die ich super gerne gucke, also eine YouTuberin. Die mag ich gerne. Die ist so eine wundervolle Frau. Ich finde es immer nur schade, wenn es dann halt Wimpern sind, weil ich verwende keine Wimpern. Ich bin da echt zu doof für. Das hier sind jetzt die For a Fluttery Wispy Look. Weiß ich nicht, haben die dann ein spezielles Design oder so? Ich weiß es nicht. Die Dreiviertellängs Nummer 007. Ne? Also... Ich persönlich verwende keine Wimpern. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du künstliche Wimpern verwendest. Ich habe heute noch tatsächlich, als ich spazieren war, mit der lieben Like a Daisy in Spring per Sprachnachricht Kontakt gehabt. Und da habe ich halt auch gesagt, so Mensch, ne, ich habe letztens welche ausprobiert und irgendwie, weiß ich nicht, ist halt nicht so ganz meine Welt. Und ich finde das so schade und so, ne. Aber es liegt halt auch daran, dass ich durch das Wimpernserum, was ich verwende, halt so krasse Wimpern bekommen habe. Hätte ich eben diese Möglichkeit nicht bekommen mit diesem
Wimpernserum, gerade Lash, ne, und so weiter, habe ich euch mal eingeblendet, kriegt ihr bei Purish, dann hätte ich tatsächlich auch wohl mehr, also öfters mal zu Wimpern gegriffen, zu künstlichen, und hätte das ausprobiert. Und so bin ich halt vollkommen ungeübt in sowas, ne? Ja, da ist Übung macht den Meister. Okay, wir Frauen haben auch ein Enthaarungsprodukt drin, und zwar die Kaltwachsstreifen von Veet Pure. Ja, ne? Ich persönlich habe dafür, glaube ich, einfach zu dünne Beinhaare oder wo auch immer Haare oder zu viele Haare. Das funktioniert bei mir einfach nicht, muss ich gestehen. Also wenn ich meine Haare entferne, dann rasiere ich oder ich epiliere. Das ist bei mir so, ne? Das funktioniert einfach am besten. So, dann haben wir hier auch von Biore die Aktivkohle No Strips, die Männer ja auch schon drin haben. Finde ich aber ganz cool, dass es halt bei beiden mit dabei ist. Auch vielleicht muss ich meinem Freund gar nicht seine Augenpatches mopsen, denn ich habe hier auch welche drin von Shams, und zwar die Golden Glow Patches. Ja, ne, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Auch so zur Weihnachtszeit so ein bisschen Goldie-Poldie, finde ich nett. Dann haben wir hier auch was von My Attitude drin, aber das ist ein bisschen schmaler. No Grease, Please. Blotting Paper, okay, nee, die verwende ich nicht. Ich habe ja trockene, sensible Haut und keine ölige Haut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin sind. Steht das hier hinten irgendwo drauf? Nö, ne? Nö, nö. Tatsächlich nicht. Nö. Ein paar sind hier drin. Ist wahrscheinlich einfach, weil ich versuche ja auch immer die Preise herauszufinden, ne? Ja, künstliche Nägel haben wir hier auch drin. Elegant Touch London Lux Misbehavior. Keine Ahnung. Wird auch nicht bei mir bleiben, weil ich sowas einfach nicht verwende, diese Aufklebnägel. Auch wenn die schön aussehen. Die haben nämlich auf jeweils einem Nagel da und da so glittery, flittery, ne? Für mich persönlich ist es halt so, dass ich habe mir damals ja Gelnägel machen lassen, was ich total praktisch und schön fand. Mittlerweile lackiere ich mir sie halt selber und habe da so meine Freude bei. Und deswegen möchte ich mir die Freude nicht nehmen lassen. Dann habe ich hier noch mit drin von Catrice Energy Boost Hydro Gel Eye Patches. Okay, noch mehr Augenpatches. Sag ich auch nicht nein zu. Ich bin zwar eher der Fan von diesen Pöttchen, ne? Das ist nachhaltiger, aber wenn sie irgendwo mit drin sind, werden sie auch verwendet, oder ich gebe die in Verlosung weiter. Das geht immer ganz gut, ne? Dann haben wir was von Langhaarmädchen hier drin, und zwar das Leichtkämm Spray. Das kann ich gut gebrauchen. No Knots, keine Knoten, bessere Kämmbarkeit, weniger Ziepen. Finde ich total cool. Vegan Recyclinganteil, okay. 200 ml sind hier drin enthalten. Ja, das wird dann einfach die Haare wahrscheinlich ein bisschen geschmeidiger machen, dass man da einfach besser durchkommt. Das finde ich cool. So, wir haben ja auch was zum Naschen drin. Ja, genau das gleiche wie die Männer auch. Hey Pure Natural Snack, auch wieder mit Peanut Butter. Kann man machen. Dann haben wir hier was drin von Be Routine, und zwar High Volume Lippen Jelly. Plumping Effekt für ein Maximum an Lippenvolumen und Pflege für die Lippen. Sowas ist jetzt immer, also im Prinzip, ich verwende sowas immer, kann ich echt gut gebrauchen. Prickelnder Effekt ist wahrscheinlich eher weniger was für mich, aber ich verwende halt grundsätzlich zu jeder Jahreszeit Lippenpflege, ne? Habe immer irgendwo eine in der Jackentasche, bei mir am Bett stehen, bei mir stehen zwei im Badschrank, überall stehen bei mir Lippenprodukte rum, und das finde ich gut. Auch wir kriegen eine feste Dusche, wir bekommen die aber von Sebamed. pH-Wert ist 5,5, also hautneutral. Mango und Ingwer, und das wird wahrscheinlich dann auch wegen dem Ingwer so ein bisschen belebend sein und gleichzeitig irgendwie erfrischend. Das finde ich auch schön. Doch, ne, so feste Geschichten, da kommt man auch so ein bisschen mit der Nachhaltigkeit voran. Von Essence haben wir die Double Trouble Mascara hier drin. Hatte ich schon mal, habe ich ausprobiert, fand ich jetzt nicht so spektakulär, wie man so denken würde, wenn man das Bürstchen sieht, ne? Das soll ja so ein Bürstchen haben, das, oder hat so ein Bürstchen, auf der einen Seite Gummi, auf der anderen Seite so ein Kunstfaserbürstchen. Da ich das auch gerne in Kombination verwende, habe ich gedacht, boah, die perfekte Mascara für mich, hat aber leider echt kein geiles Ergebnis gemacht. Die habe ich aussortiert. Schade Schokolade. Da ist viel, viel besser, und die trage ich heute auch von Catrice, die Glam & Doll False Lashes Mascara. Das ist jetzt hier in der Belle-Variante. Wahnsinnige Mascara. Also, ne, hat mich sehr gewundert, wie gut die ist. Dann habe ich hier von Balea Messy Bun Cream. Ja, sowas verwende ich nicht. Für den perfekten Messy Bun und natürlich lässige Looks kann man machen, mache ich nicht. Also, wenn ich mir einen Messy Bun mache, dann mache ich mir einen Messy Bun. Aber da mache ich mir vorher nichts in die Haare rein. Brauche ich nicht. Aber naja, es ist mit drin, man kann es ausprobieren. Hier ist eine Peel-Off-Maske drin, werde ich nicht verwenden. Selfie Project Moisturizing Peel-Off Mask Shine Like a Mermaid. Ja, da habe ich Angst vor. Hyaluronsäure und Earth Marine Water. Ja, nee. Also, Peel-Off-Masken habe ich schon zuhauf verwendet, und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass mir das Gesicht abgezogen wird. Und das muss bei sensibler Haut nun wirklich nicht sein.
Für die Zahnpflege haben wir Interdentalbürsten von Mara Expert drin. Da war ja auch was in der Männerbox drin. Echo Smile. Und zwar haben wir hier so ISO 2 Mittelfein. Also ich bräuchte wahrscheinlich nochmal feiner, weil das ist, es gibt 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist jetzt halt die 2. Ne? Das wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu breit. Ich bräuchte wahrscheinlich die 0 oder die 1, weil meine Zähne sehr, sehr eng zusammen sind. Ja, aber ist auf jeden Fall auch für die Zahnhygiene sehr, sehr wichtig, sowas zu verwenden. Auch wir kriegen eine Zahnpasta. Na guck, haben wir hier also diese Zahnpasta jetzt zweimal bei uns im Haushalt. Läuft. Oh, guck mal. Und ich darf mir auch Kaugummis in mein Auto stellen. Das finde ich toll. Ich habe da zwar noch welche, aber die sind auch irgendwann mal leer, ne? Ich glaube, da habe ich die, diese ganz natürlichen, die halt relativ wenig Geschmack haben, ne? Aber trotzdem, es reicht für eine Autofahrt. Dann habe ich hier was von St. Moritz drin, und zwar ein Selbstbräunungsgesichtsspray Medium. 150 Milliliter. Ist nicht ganz so meine Welt. Ich bin da nicht so Fan von. Ich mag lieber halt so diesen Selbstbräuner-Booster von Beauty Mates, weil wenn ich so ein Spray habe, dann sprühe ich ja auch meine Haare gefüllt mit an und so, ne? Immer ein bisschen aufpassen, gerade bei Blondinchens. Und bei dem Selbstbräuner-Booster weiß ich halt einfach, dass da alles irgendwo bei mir richtig landet und dass es halt gut funktioniert, nicht orange wird und so weiter. Da habe ich auch Claudi Xmas oder Claudi Minus Xmas, da kannst du 30% sparen, tatsächlich bis Weihnachten. Von Sante Naturkosmetik habe ich eine Express-Handcreme mit Bio-Mandelöl und weißer Tonerde drin. Das finde ich schon wieder cool. Handcreme hat man ja immer in solchen Bags dabei oder, ach, ja, ist ständig überall, ne? Aber die kann ich auch sehr gut gebrauchen. Und Express finde ich auch in dem Sinne toll, weil es halt schnell einzieht, ne? Dann kann man das halt auch über Tag ganz gut verwenden und man muss die nicht so abends als Nachtmaske drauf machen und hoffen, dass sie bis morgens getrocknet ist, sondern ich kann die auch verwenden, wenn ich am Laptop sitze und dann schneide oder so. Oder während ich mit Sammy spazieren bin. So, wir haben auch eine Crazy Cactus Bubble Mask von The Beauty Mask Company drin. Tiefenreinigung und Super Glow bekommen wir sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, ne? Glowy Poi mag ich immer sehr gerne. Dann habe ich hier noch was drin von Tweezerman, The Beauty Tool Experts. 5x Magnifying Mirror. Okay, das ist ein Vergrößerungsspiegel. Ja. Spiegel habe ich jetzt durch die ganzen Adventskalender echt zuhauf hier. Aber den kann ich super meiner Stiefmama mal geben, weil die voll auf, also die hat halt eine hohe Sehstärke und oder halt eine niedrige Sehstärke, ne? Und freut sich immer, wenn halt irgendwie mega krasse Vergrößerungsspiegel und so am Start sind. Ich glaube, ich mache sie damit glücklich. Dann habe ich hier noch einen Make-up-Radierer drin. Der ist jetzt in diesem wunderschönen pinken Umschlag. Und ich mag hier gerne die Make-up-Radierer, wiederverwendbare Abschminkpads und so. Wow, ja, okay, hier haben wir so ein kleines Ding drin. Das kann man auf jeden Fall verwenden. Ist halt einfach eine Probe, ne? Also das ist jetzt keine Originalgröße. Kann man machen, wie gesagt, aber ist halt wirklich klein. Ich weiß nicht, vielleicht ein Viertel von einem normalen Make-up-Radierer, wenn überhaupt. Aber ich guck mal, wie ich euch da auch die, die Preise dann auch zu dem Ding hier ausrechnen kann. Ich habe den originalen Make-up-Radierer und bin damit auch gut zufrieden. Ich verwende aber immer dazu noch ein weiteres Abschminkprodukt mit drauf. Ich verwende den nicht solo, wenn ich halt so geschminkt bin wie heute. Wenn ich jetzt nur so leicht geschminkt bin, dann geht das. Aber wenn ich halt doll, full face, rampampam geschminkt bin, ganz knicken, da bleibt so viel noch drauf. Dann haben wir hier, wie haben wir von Manhattan immer dieses Ding hier drin, oder? Eine Lidschattenpalette, oder? Manhattan Lasting Perfection Liquid Matte Lip Color. Ist eine schöne Farbe, da kann man nichts gegen sagen. 210 Shopping in Soho. Das passt natürlich dann auch, ne, zu Glow. Eine richtig tolle Nude-Farbe. Mag ich gerne leiden. Ich bin halt kein Liquid Lipstick-Fan, ne? Aber da scheiden sich ja die Geister. Auch wir bekommen hier so eine fancy Maske von Barefruit Magical Unicorn Moisture and Hydration Maske. Da ist ein Einhorn auf der Birne. Auch das ist doch mal eine ganz feine Geschichte. Okay, und das letzte ist selbstverständlich ein Nagellack. Hier haben wir jetzt einen von Got To Be drin in der Farbe Paintology. Jo, 11 Milliliter, das dürfte auch eine Full Size sein. Doch, ne? Also schon schöne Produkte, wenn man bedenkt, für die Frauentasche 24,95, für die Männertasche 19,95, da hat man schon gut was gespart. Ich habe euch ja auch die Bleise. Die Preise habe ich euch eingeblendet und auch den Gesamtwert. Also es macht immer wieder Sinn, wenn man halt Bock hat, so ein paar Sachen auszuprobieren. Ich merke für mich persönlich jetzt, dass in der Glowback für Frauen jetzt doch weniger Sachen drin waren, die ich jetzt für mich behalten wollen würde. Das Ding ist für mich aber, ich habe hier einen YouTube-Kanal, ich mache öfters Verlosungen und so weiter, ne? Und ja, also die Produkte werden alle ein Zuhause finden, aber ja,
Vieles werde ich tatsächlich weitergeben. Das ist schade, finde ich. Ja, da muss ich ehrlich sein. Trotzdem finde ich die Glowbags immer wieder interessant und ich finde vor allem die Männertasche dieses Mal ziemlich geil. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal, ob ihr euch auch so eine Glowbag gekauft habt. Falls es die noch geben sollte, ist die natürlich in der Infobox verlinkt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!